Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Und zwar zur ersten Frühlingsausstellung. Und ja, lange überlegt, wer redet eigentlich am besten zum Frühling. Und dann habe ich gedacht, vielleicht etwas nicht immer ich, sondern jemand, der Lilo Rühl besonders gut kennt, würde ich einfach mal sagen. Hubert Dschunkel. Dschunkert. Ich muss immer dran denken, dass es das T hinten am Schluss ist. Dschunkert wird es ganz einfach für mich übernehmen, mich entspannt hier stehen lassen. Und ich sage Ihnen dann am Schluss, was wir sonst noch denken werden. Auf jeden Fall, du darfst anfangen. Ja. Zum Frühling. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu einem schönen Frühlingsabend. Es ist immer wärmer geworden zu dieser Ausstellung. Ja, ich bin sehr nah mit der Lilo Rühl, die ja die Gruppe der Montagsmalerinnen ja auch anleitet und mit denen zusammen schon seit einiger Zeit intensiv arbeitet. Und als außenstehender, nicht schaffender Künstler verfolge ich das und habe auch schon einige Ausstellungen hier oder regelmäßig die Ausstellung besucht. Ja, und mich hat immer beeindruckt, bei allen Ausstellungen im Grunde, wie intensiv, auch wie professionell die Ausstellungen hier gemacht werden. Insofern ist es mir heute auch eine Freude, der Bitte nachzukommen von der Gruppe, dass ich einige einführende und erklärende Sätze zu dieser Ausstellung sagen darf. Ja, blühende Fantasie, das ist der Titel der diesjährigen Ausstellung der Montagsmalerin. Der Vorschlag stammt von Monika Schubert-Beetzel und wurde von der Gruppe gewählt, weil er sofort allen gefallen hat als Motto für das Kunstschaffen für das Jahr 2014. Willkommen. Danke. Blühende Fantasie braucht es jeweils, wenn Künstlerinnen vor weißem Blatt oder leerer Leinwand sitzen und überlegen, oh Gott, wo und wie soll ich anfangen? Aber auch weil die Gruppe zum Frühlingsanfang den Termin für die Ausstellung gewählt hat und sich einige Arbeiten auf das Thema beziehen, habt ihr euch für diesen Titel entschieden. Und auch allen Besuchern, die jetzt heute Abend hier versammelt sind, wünscht ihr blühende Fantasie beim Gang durch die Ausstellung, beim Betrachten der Bilder oder wozu auch immer noch heute Abend. Monika Schubert-Beetzel beweist selber viel blühende Fantasie bei der Gestaltung ihrer Gute-Laune-Bilder mit den lustigen Fabelwesen zwischen Mensch und Tier, an dieser Wandfläche zu sehen, und ihren heiteren Porträts und Pflanzenbildern, sowie ihre fantastischen Stadtansichten unterm Regenbogen. Und Britta Deis Fantasie, hier zu sehen, blüht mehr abstrakt in heiterer Farbgebung, energiegeladen und raumgreifend. Ihre Bilder entführen in mediterrane Farbwelten und laden ein zu Fantasiereisen. Lore Kebikus ist unsere Spezialistin für Kölner Dombilder. In allen Größen, Farben und Stimmung. So viel blühende Fantasie auf den Dom von Kölle zu legen, ist ihr ganz besonderes Anliegen. Und die Blüten natürlich, von Anemonen bis Christrosen, und sie arbeitet auch abstrakt. Lilo Rühl nun zeigt ihre XXL-Blüten, hier hinter mir, und zarte Aquarelllandschaften, da zu sehen, die jeder von Ihnen mit seinen eigenen Erfahrungen aus dem Urlaub oder anderen schönen Orten verbinden kann und ihre Fantasie neu entfaltet und zur Blüte bringt, eventuell. Gerne möchtet ihr jetzt die Montagsmalergruppe alle Gäste hier anstecken mit eurer blühenden Fantasie. Symbolisch in Form einer kleinen, unscheinbaren Papierblüte, die im Inneren jedoch eine Überraschung birgt. Diese Papierblüte ist in dieser Glasschale hier. Und jeder darf sich und sollte sich auch so eine Blüte nehmen, weil in dieser Blüte, diese Blüte birgt eine Überraschung. Die im Inneren jedoch eine Überraschung birgt. Aufgeblüht
gibt sie eine Botschaft frei von alten japanischen Meistern als Übung für Sinnsucher oder Fantasiebegabte und ist als Erinnerung an den heutigen Abend gedacht und als Anstoß, unsere blühende Fantasie in uns allen zu wecken, immer wieder neu und mit jedem Frühling, wie die Natur es uns vormacht. Ich wünsche allen viel Vergnügen heute Abend, auch viele nette Gespräche und übergebe an den Eltern weiter. Dankeschön. Ich danke euch. Dass du sagst, du bist es nicht gewohnt so, nicht? Aber das war immer nicht. Das war in Ordnung so. Lido, nochmal ganz kurz. Die Blüten müssen im Wasser gelegt werden. Nee. Nein. Einfach so fertig. Einfach so aufmachen, das reicht aus? Ja. Okay, also. Ich will es auch nur deswegen sagen, nachher mitnehmen, jetzt einstecken, gerade wie Sie möchten, aber nicht vergessen. Blüten ist von Wasser. Eigentlich sollte ich jetzt schon eröffnen, aber dann fiel mir ein, ich habe noch eine Kleinigkeit heute Abend und möchte als erstes mal Elke Schmitz bei mir sehen. Wo ist Elke Schmitz? Da ist sie. Ich lasse auch das Papier rum. Liebe Elke, vielen Dank. Du warst im Vorstand, hast dich bemüht, ein schwieriges Jahr dabei zu gehabt. Klein bisschen wollte mir doch so als Blume dazugeben. Danke für deine Arbeit. Habe mich riesig gefreut. Das heißt ja nicht, dass sie nichts tut mehr, aber sie hat es jetzt etwas außerhalb des Vorstands, macht sie das Gleiche eigentlich weiter und entlastet mich ja trotzdem dabei. Okay. Danke dir. Ich habe jetzt natürlich noch einen zweiten Strauß. Lilo, komm doch mal einfach mit zu mir. Soll ich anfangen damit, dass du jetzt auch seit kurzem dann die Nachfolge angetreten hast, dass du jetzt offiziell das Vorstandsmitglied des Spektrums bist. Das ist eine Sache dafür, aber der Hauptgrund ist ja dein runder Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ich sage auch nicht mehr. Ist allerdings ein paar Tage schon hinter uns. Wir hatten 14.02. Eröffnung, der letzten kleinen, aber fein, und genau am Tag danach war dann der Geburtstag gewesen. Ich konnte am 14. nicht sagen, ich gratuliere dir schon oder so, also habe ich gesagt, es kommt ja eine Gelegenheit, die war heute hier, vielen Dank dafür. Und jetzt darf ich doch noch mal kurz die anderen bitten. Monika, kommst du bitte nach vorne? Ich meine, sollten wir einfach machen. Monika, was, wie immer? Bitte? Wie immer? Nachnamen? Schubert. Ich muss immer denken dran, heißt es Beetzel, Schubert, Schubert, Beetzel. Schubert, Beetzel. Und damit weiß ich wieder. Laura Kebekus. Viel leichter dabei. Dann fahren wir dann unsere Frist. So, das ist unsere Frau Dai, die hier beikommt. Lilo, wo ist sie jetzt? Ich wollte das ja nur, dass Sie nochmal sehen, wer heute hier ausstellt. Nicht jeder kennt jeden davon. Und so lassen wir einfach uns mal zeigen, wer hier ist. Das war's für heute Abend. Ich danke recht herzlich, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen viel Fantasie bei dem, was jetzt kommt. Und ich habe eigentlich nur noch zu sagen, Gästebuch, das ist wichtig. Rote Punkte liegen da auch, wer sie nicht findet, an mich sich wenden, ich gebe sie weiter. Und was habe ich noch zu sagen? Und die Blüten soll ich nochmal erklären? Nein, ich sage nur, nicht vergessen, nachher sie mitzunehmen. Also ich kann es sagen, ich nehme nachher für meine Frau auch welche mit, die heute nicht da sein kann. Und wünsche Ihnen damit eigentlich viel Spaß. Und für die schöne Ausstellung danke ich den Künstlern. Und ich trinke auf deren Wohl. Und wie immer bin ich fast der Einzige, der noch ein Glas voll hat. Prost auf meine Frau.